Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Luxon-Tutorial. Heute werden wir uns mit der Massenänderung beschäftigen, das heißt, wie wir gleiche Bausteine ganz einfach miteinander bearbeiten können. Viel Spaß! Mit der Massenänderung könnt ihr schnell und sauber gemeinsame Bausteine bearbeiten. Wie das jetzt geht, zeige ich euch. Ich habe mir in meiner Programmierung schon mal vier Beschattungsbausteine in mein Projekt eingefügt. Das ist eine Automatikjalousie, die ist jetzt nun rot dargestellt, da diese noch nicht vollständig programmiert wurde. Wenn ich den Namen dieser Automatikjalousie jetzt verändern möchte, gibt es ein paar Einstellmöglichkeiten. Zum einen, ich markiere mir jede Automatikjalousie einzeln und bezeichne diese mit einem dazugehörigen Namen. Wenn ich jetzt aber alle gemeinsam bezeichnen möchte und vielleicht numerisch fortlaufend bezeichnen möchte, kann ich mir diese alle markieren. Das heißt, ich ziehe einen Rahmen um meine Automatikjalousie und trage mir links bei der Bezeichnung zum Beispiel jetzt Fenster 1 ein. Wenn ich bestätige, wird mir das Fenster von 1 bis 4 fortlaufend bei meiner Automatikjalousie angezeigt. Das war aber nur der erste Trick der Sache. Wenn ich jetzt auch meine Parameter bearbeiten möchte, kann ich das auch ganz einfach tun, indem ich meine Bausteine wieder markiere und mir zum Beispiel bei der Himmelsrichtung, wenn die Fenster jetzt alle im gleichen Winkel ausgerichtet sind zum Haus, mit 50 Grad eintragen, bestätigen und dann werden mir alle Bausteine, egal welchen Baustein ich mir jetzt markiere, wird mir immer die Himmelsrichtung 50 Grad angezeigt. Gleiches Spiel kann ich auch machen, indem ich meine Bausteine nochmal markiere, mit der rechten Maustaste gemeinsame Eigenschaften bearbeiten mir anklicke und dadurch mir dann meine gemeinsamen Parameter erscheinen. Das heißt, ich kann mir auch hier jetzt nochmal die Himmelsrichtung gemeinsam eintragen, kann mir zum Beispiel meine Lamellenbreite, meinen Lamellenabstand von einer Jalousie zusammen eintragen oder, oder. Probiert das doch alle mal aus. Außerdem, wenn ich jetzt zum Beispiel keine Automatikjalousie habe, geht das natürlich auch bei anderen Bausteinen, zum Beispiel einer Lichtsteuerung. Eine weitere Möglichkeit der Massenänderung ist zum Beispiel bei einem digitalen Eingang, bei einem analogen Eingang oder bei einem digitalen Ausgang. Wenn ich mir meine digitalen Eingänge öffne, kann ich auch diese gemeinsam markieren und auf der linken Seite wieder bei der Bezeichnung, zum Beispiel jetzt mit Kontakt 1, beschriften und ihr seht schon, die Kontakte werden fortlaufend von 1 bis 8 nummeriert. Dies kann natürlich auch bei Merkern oder Konstanten so gehabt werden. Die Massenänderung ist also eine tolle Möglichkeit, schnellstmöglich ein Projekt zu konfigurieren und natürlich darüber hinaus auch Fehler zu vermeiden. Viel Spaß beim Ausprobieren, euer Philipp.